Zusammen und willkommen zurück hier auf Adobe Live vom Sofa. Das ist Runde 54 von unseren Sofa-Sessions. Ja, Klaus war auch, wow, ja. Und das ist Adobe Live vom Sofa mit Klaus Scherwinski. Hallo Klaus, wie geht's dir? Ah ja, Party-Time. Mir geht's ganz hervorragend. Wenn ich mit anderen Leuten über Kunst reden kann oder das, was ich dafür halte, bin ich immer gut drauf. Aha, und das ist das zweite Mal, dass du mit uns bist. Und das bedeutet natürlich, dass die Leute sich total gespannt waren mit deiner Arbeit das letzte Mal und dass du unbedingt wieder zurückkommen musstest. Und das freut mich riesig. Und ich sage schnell Hallo im Chat. Ah, da ist schon der Chan im Chat, die Pia, Andrea, Christine, Fritz, Teamster, Sir Ecki, Thomas Böttcher, Tamara. Wow, Marine ist auch dabei. Hallo Marine. Und da ist zu viel rauf zu scrollen, aber willkommen zurück. Das ist ja das Coole an diesen Adobe Live Sessions, dass die halt live sind und dass ihr auch live unseren Gästen Fragen stellen könnt. Und wenn ihr das auf YouTube guckt, kommt bitte rüber auf behance.net/live/de, weil da der Chat sehr aktiv ist und da könnt ihr auch dem Klaus Fragen stellen. Und zwischen den Streams gibt es auch die Möglichkeit, mit uns auf Discord das Gespräch weiterzuführen. Und der Tim tut einen Link jetzt in den Chat. Ja, danke. discord.gg/adobelive.de. Das ist auch ziemlich einfach, sich daran zu erinnern. Und da sind wir schon Tausende drinnen, die dann eben dieses Gespräch weiterführen über Kreativität, Zusammensein und als Community zusammenkommen, auch auf Discord. Also willkommen hier im Chat, willkommen Klaus. Und vielleicht fangen wir gleich an und erklären ein wenig, was du eigentlich machst. Story Art. Story Art. Ich bin Storyboard Artist für Guerrilla Games, eine Computer Games Firma aus Amsterdam momentan. Aber ich bin Freelancer, also ich arbeite für alle möglichen Firmen und Projekte. Ich erzähle Geschichten mit Bildern. Das ist das, was ich mache, das ist das, was ich liebe. Story Artist oder Storyboard Artist wird das Ganze genannt, was ich hauptsächlich mache. Es gibt auch die Bezeichnung Wrist, Handgelenk, so that's a wrist, get me a wrist. Holen wir ein paar Handgelenke her, die malen schon mal die Story von dem Film als Comic vor und dann haben wir eine Idee, wie wir die Aufnahmen machen. Und dafür brauchen wir ein paar Leute mit Handgelenken und das bin ich. Auf meiner Webseite sage ich auch, I know how to hold a pencil. Ich weiß, wie man einen Bleistift in der Hand hält. Das ist so eine der Haupteigenschaften, die man haben muss. Ab und zu zeichne ich sogar noch was. Habe ich hier liegen, mein Schreibtisch ist voller Müll. Ich habe letztens auf dem Telefonskizze gemacht, auf einen Briefumschlag, ja, und habe ich mit Bleistift gezeichnet, ja, richtig mit Bleistift, das geht immer noch, ja, ich bin oldschool, ich mache das jetzt schon über 20 Jahre und zeichne immer noch mit Bleistift, aber digital ist natürlich die Zukunft und Photoshop hat mein Leben revolutioniert und seit ich ein Wacom-Grafiktablett hatte, hat das Ganze gepusht und ohne Ende und seitdem kann man Comics und Zeichnungen auf dem Computer machen. Ja, und wieder Thomas auch im Chat sagt, Storyboard Artist, da hatten wir vorgestern erwähnt mit der Chris Wiegand, die macht ja auch Animation und also Stop Motion und solche Sachen, sehr, sehr coole Sachen. Und da wurde eben auch erwähnt, dass das Storyboard eigentlich eines der wichtigsten Sachen ist im ganzen Prozess. Ja, absolut. Also es gibt halt große Regisseure, die sagen, die storyboarden einfach alles. Weil es viel einfacher ist, eine Sache als Skizze festzuhalten, sodass sich alle in einer Sekunde einig werden können, als ein Skript hinzulegen und dann fangen wir am Set darüber zu überlegen, was es bedeutet, wenn da steht, der Hauptcharakter steigt aus dem Auto aus. Ist das eine Nahaufnahme? Ist das eine totale? Zeigen wir das Auto von unten? Zeigen wir nur die Füße, die aussteigen aus der Tür? Zeigen wir, wie die Tür aufgeht? Was machen wir? Ne? Ich fand es auch ganz spannend, da im hast du den Mandalorian gesehen? Oh mein Gott. Ja. Da haben sie eben auch am Ende jedem Episode haben sie dann auch die Bilder von Concept Art dabei und das ist schon ziemlich geil. Oh mein Gott, absolut. Ich habe irgendwo auch ein Fanart online zum Mandalorian, habe ich einfach gemacht, weil ich die Serie so super fand. Die war so down to earth und so entspannt.
Und das Concept Art am Ende, genau wie du sagst, das ist so das perfekte Ende dazu gewesen. Und ich habe da gesessen, einfach nur gesagt, danke, dass es so schöne Sachen gibt. Ich bin sehr gespannt auf Season 2, aber wir sind ja nicht hier für die Filmkritik. Ja, und Ralf sagt, Mad Max Fury Road hatte ein sehr geiles Storyboard. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe die Storyboards von Star Wars gesehen zum Beispiel und solche Sachen. Die kann man ja auch kaufen. Aber ja, Storyboards ist halt eben, ja, der Film vor dem Film. das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Ich gucke gerade mal, ob ich auf meinem Computer irgendwo hier den Mandalorian-Sketch habe. Aber eigentlich wollten wir darüber gar nicht reden. Ich glaube, das lenkt mich jetzt nur ab, wenn ich das nachgucke. Aber ansonsten, edit mich auf Facebook oder edit mich auf LinkedIn. LinkedIn ist auch gut, da habe ich es auch geteilt. Professional Artists, professionelle Künstler sind alle auf LinkedIn auch. Die einzigen, die da nicht sind, sind die Leute, die haben schon alles Geld. Und wir haben schon alle Jobs. Wenn das nicht euer Problem ist, cool, macht es, lasst es einfach mit Social Media und LinkedIn. Und der Thoralf fragt, wo findet ihr denn die Storyboards zu diesen Filmen? Gibt es da so Sources, wo man, oder gibt es spezifische, ich weiß nicht, Bookstores oder? Es gibt tatsächlich Artbooks, die sagen wirklich The Storyboards of Tangled oder The Storyboards of Star Wars zum Beispiel. Da gibt es extra Bücher dazu. Ich glaube, William Simpson, der Typ, der die Storyboards gemacht hat für Game of Thrones oder einer der Haupt-Storyboard-Artists für Game of Thrones, der hat auch ein Buch rausgebracht mit den Storyboards von Game of Thrones. Kann ich empfehlen. Ansonsten gibt es auf Facebook zum Beispiel ein Forum, das heißt Framedump und Storyboard Artists Unite. Und die kann ich empfehlen, da versuchen reinzukommen. Da sind die Professionals. Also die richtig krassen Typen, die für Star Wars und die Marvel-Filme die Storyboards machen. Und unglaubliche Inspiration, überhaupt mit denen dieselbe virtuelle Luft zu atmen, ist schon geil. Und die zeigen wirklich up-to-date, teilweise einen Monat, nachdem der Film rausgekommen ist oder eine Woche, nachdem der Film rausgekommen ist. Oder einen Tag danach zeigen die schon ein, zwei Frames, einzelne Zeichnungen davon. Und das ist natürlich super zu sehen. Ganz oft ist das Zeug natürlich unter NDA, unter Non-Disclosure Agreement, man darf es dann nicht zeigen. Teilweise sind Marketingabteilungen von Firmen auch so krass und sagen, nee, das bleibt komplett unter Verschluss. Das zeigen wir einfach niemandem. Schön, dass du die Arbeit gemacht hast, wir haben die auch benutzt, aber musst du ja nicht zeigen. Ne? Ja. Ist schade, ist aber so. Als Illustrator ist das anders. Als Illustrator wird deine Arbeit ja benutzt, um publiziert zu werden. Und der Illustrator hat das Glück zu sagen, ich habe ziemlich viel Freiheit mit meiner Zeichnung, ich arrangiere das so, wie ich möchte, in diesem Kontext, der mir vorgegeben ist, und das wird dann auch so publiziert, weil wäre unsinnig, irgendein Bild noch zu stark zu verändern. Ich habe gesehen, du bist ja auch auf unserem Discord, vielleicht kannst du die Links da zu diesen Facebook-Groups oder diesen Seiten, die du gerade erwähnt hast, vielleicht da auch mal reinkleben nach dem Live? Ich kann das probieren. Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht mit Foren verlinken direkt, aber ich kann den Namen auf jeden Fall erwähnen. Okay. Ja, genau. Ja, super. Na, und wer sich für meine Arbeit interessiert, kann natürlich auf klausschewinski.de gehen. Das ist ja gar kein Problem. Das ist ja relativ simpel, sich das zu merken, wenn es erstmal hier drin ist. Und vielleicht der Tim postet auch noch einen Link oder wir machen das Ganze auf Discord. Gemacht. Und hier sind ein paar Storyboard-Beispiele von mir, da kann man draufklicken und da sieht man Sachen, an denen ich gearbeitet habe. Ist ganz nett und dann kommen auch wirklich die Boards dazu sehen oder ich habe Videos, wo man die Zusammenstellung sieht, von dem Storyboard bis zu dem finalen Teil. Klausschewinski.de, eine Website sollte man haben, das ist eine gute Sache, egal ob man bildender Künstler ist sozusagen, der selber seine Arbeiten verkauft, seine eigenen, oder ob man jemand ist, der professionell arbeitet für Firmen in deren Auftrag, mit deren IP, mit deren Intellectual Property. Das ist immer gut. Und in diesem Kontext, meine liebe Frau Mutter war letztens im Künstlerdorf Worpswede in Deutschland und hat mir eine Postkarte mitgebracht davon. Und die möchte ich einfach mal ganz kurz in die Kamera halten. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, also, ja, man kann sehen. Aber ich kann das letzte Wort nicht sehen. Also Künstler arbeiten für die Gesellschaft wie andere auch. Ja. Ganz genau, das machen wir. Und das geht auch an all die Leute da draußen.
Das ist einfach wahr. Und selbst wenn man nicht nur seine eigene Kunst verkauft, sondern Geschichten von anderen Leuten erzählt, mit anderen Figuren, ja, wir sind es. Das ist das Nächste, was ich hinter mich hänge. Okay? Dann musst du dir die Postkarte zuschicken nach Italien mit extra Porto drauf. Da geht was. Die Frage ist jetzt, wo fangen wir wundervoll an? Wo fangen wir an? In der Klaus Schawinski Show. Ja, wie gesagt, Arbeitsproben haben wir letztes Mal auch gesehen, einiges von dem, was ich gemacht habe. Hast du das noch dabei, was du letztes Mal gemacht hast? Vielleicht kannst du das schnell zeigen. Ich kann durch ein paar Sachen schnell durchklicken. Hier ist zum Beispiel was von Warhammer 40.000. Böse Orks, hässliche Viecher, das finde ich immer toll. Hier ist was von G.I. Joe, amerikanische Comicserie, für die ich gezeichnet habe. Auch eine ganz, ganz nettes Projekt gewesen. Das sind jetzt so ein paar Samples. Oh, hier habe ich zum Beispiel noch was, das könnte auch, das funktioniert so nicht. Doppelklick. Das waren Storyboards für Homefront 2, The Revolution. Der Launch-Trailer für das Game, als ich damals noch bei Crytek gearbeitet habe. Und Storyboards noch richtig mit Bleistift gemacht habe und dann eingescannt habe. Ich kann es heute gar nicht mehr glauben, dass ich das gemacht habe. Aber es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und bei Storyboards, die so klein sind wie das, das hier ist ein DIN A4 Blatt, einfach nur ein bisschen dunkler durch den Scan geworden oder am Computer abgedunkelt. Man sieht hier noch, wie ich Sachen wegradiert habe tatsächlich, wenn man genau hinguckt. Bei solchen Sachen ist eine Sache ganz wichtig und die ist eine Diskussion, die alle Künstler irgendwie miteinander haben. Das ist reinzoomen oder nicht reinzoomen. To be or not to be. Das ist so ein bisschen die Problematik. Wir zoomen sehr oft beim Computer zu nah rein und verlieren uns dann in bestimmten Details. Und manchmal ist es so, bei Storyboards zum Beispiel wie hier, man zeichnet Figuren nur in einer bestimmten Größe, die werden nicht mehr kleiner. Wenn die kleiner werden, werden die plötzlich unlesbar. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass jeder Frame, jede Zeichnung, die hier drauf ist, später Monitorgröße hat, nicht wahr? Und deshalb müssen wir da ein kleines bisschen aufpassen. Möglicherweise ist es manchmal gut, Storyboards auch größer zu zeichnen. Und zwischen diesen Thumbnails, zwischen diesen daumennagelgroßen Vorskizzen, nochmal wirklich zu überlegen, ist es nicht vielleicht besser, wenn wir ein bisschen weiter rauszoomen und wenn wir nicht ganz so nah dran sind. Hier ist zum Beispiel ein Gesicht riesengroß, Frame 4. Und da ist jetzt die Frage, sollte das Gesicht wirklich so groß sein auf dem Monitor später, wenn der Trailer gemacht wird? Und um das zu vergleichen, könnt ihr einfach online gehen, nach Homefront 2 suchen, euch den Launch-Trailer reinhauen, wo der Typ das Paket hier durch die Gegend trägt. Und an einem Stützpunkt vorbei muss. Ihr findet den sicher, beziehungsweise ich hau einfach den Link dazu in den Discord und dann haben wir den Kontext auch hergestellt. Ja, die Ruth sagt auch, das stimmt, ich bin auch so ein super Reinzoomer und dann sieht man das nicht auf Instagram, ja. Das ist eine Problematik und ich habe ein altes Piece mitgebracht von 2009 zum Angucken und zum Analysieren. Es ist eins, was mir sehr gut gefällt und mir auch sehr am Herzen liegt. Schon eine Weile alt. Ich mache es mal auf meinem Monitor auf. Vielleicht kann man den schon sehen, den Monitor. Ja. Ah, cool. Ja, ganz genau. Das ist The Usual Suspects, die üblichen Verdächtigen. Und das Ganze ist ein Bild, was entstanden ist für Shadowrun. Shadowrun ist ein Cyberpunk-Rollenspiel, wo Elfen, Zwerge und Trolle mit durch die Gegend laufen. Und es ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Gab auch mal ein Computer-Game dazu, ist bei den Fans nicht sehr gut angekommen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Und hierbei ging es, bei dieser Illustration, ging es im Endeffekt nicht darum, diese Verdächtigen zu zeigen, sondern es ging darum, die 5-Meter-Rassen, also die 5 Rassen sozusagen von diesem Spiel darzustellen, nämlich Zwerge, Trolle, Menschen, Elfen und Orks. Und das geht natürlich super einfach, denn Shadowrunner sind sozusagen Verbrecher, die coole Missionen erledigen. Es gibt jetzt auch ein neues Spiel, das heißt Cyberpunk von CD Projekt Red. Das ist basiert auf einer anderen IP, auf einem anderen Property, was zeitgleich quasi mit Shadowrun rausgekommen ist, vor über 25 Jahren. Ich glaube sogar schon 30 Jahre her, das Spiel gibt es schon eine Weile. Wenn ich also Figuren
wenn ich also so eine Illustration mache, dann also bei mir geht alles um Story, ja, Storytelling. Das habe ich irgendwann gemerkt. Concept Art ist eine völlig andere Sache. Ein Concept Artist geht in die Tiefe nach unten und der findet raus bei einer Uniform, welches Material hat die, warum ist die Leder, wo ist da was aufgenäht, was bedeuten die Symbole da drauf. Der macht ganz viele Variationen von derselben Sache und sucht dann ein oder zwei davon aus, kombiniert die und baut daraus das perfekte Konzept für diese eine kleine Sache. Hm. Mir ist aufgefallen, als ich das gemacht habe früher öfters, dass ich immer angefangen habe, Hintergründe dazu zu zeichnen. Und die Figuren einfach nicht in T-Pose gezeichnet habe oder in A-Pose, sondern in einer dynamischen Pose, sodass ich mehr Story reinkriege. Aber sobald wir eine dynamische Pose haben, werden Elemente des Körpers verdeckt und der 3D-Artist kann nicht mehr sehen, wie das Konzept funktioniert. Hm. Selbiges gilt für Leute, die gerne Köpfe malen oder Oberkörper malen, aber keine ganzen Körper malen. Concept Art ist dann wahrscheinlich nicht für euch, weil das braucht Full-Body-Shots, Ganzkörperaufnahmen, wo man wirklich komplett sehen kann. Wenn ihr keine Füße zeichnen könnt, dann sind keine Füße da. Der 3D-Artist, der das dann umsetzen muss in der Produktionskette, sagt dann, ja, da sind keine Füße, kann ich nichts machen, also haben die keine Füße im Spiel. Wäre ja doof, ne? Von daher müssen wir als Concept Artist auf jeden Fall, auch als Illustratoren, als jeder Künstler idealerweise, können wir alles zeichnen. Hm. Aber natürlich ist nicht alles leicht zu zeichnen. Manche Sachen interessieren uns mehr, manche weniger. Und das ist völlig okay. Füße interessieren uns nicht. Cool, dann machen wir eben weniger Füße. Aber das Grundprinzip von Füßen sollten wir verstanden haben. Genauso wie Ohren, Hände, Gesichter und so weiter. Alles, was so alltäglich ist. Hm. Wenn du mich jetzt fragst, einen Hund zu zeichnen oder ein Schaf, dann habe ich ein Problem, weil die zeichne ich so gut wie nie. Und da habe ich auch kein irgendwie verstärktes Interesse dran. Ich bin kein Hunde-, Schaf-, Katzen-Fan. Ich meine, ich mag Katzen, wer mag Katzen nicht, aber die Zeichnen ist eine andere Sache, ja. Dann nimmt man dann Referenz und das ist völlig okay und das sollte jeder machen und make reference your preference. Make reference your preference, okay. Ist ein Slogan, den ich mal gelesen habe im Wizard Magazine vor 25 Jahren und das war ein guter Slogan. Okay. Dieses Bild ist auch auf dem DeviantArt? Ja, das habe ich auf meiner DeviantArt-Site. Da ist das auch in Full HD, in größter Auflösung, die es überhaupt gibt. 1900 Pixel. Ja gut, das ist vor 10 Jahren entstanden. Da wusste man noch nicht, dass es irgendwann 4K-Auflösung gibt für Fernseher. Das ist ja völlig unvorstellbar. Ja. Ganz genau, das ist da, wenn ich hier draufklicke, ne, das ist wirklich dann mit dem Layout und sowas in der Art. Das ist ein cooles Bild. Und da sind sehr, sehr viele Ideen drin. Da sind diese AR, Augmented Reality Overlays, sind hier halt mit drin, mit den Zahlen der Suspects. Ja, die stehen vor einer Wand. Ja, jeder hat ein anderes Posing. Jeder hat andere Proportionen. Das macht das Ganze halt interessant. Die Beleuchtung zieht das Ganze ein bisschen zusammen. Beleuchtung ist natürlich überhaupt nicht kohärent, zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Bild heutzutage ansehe und sage, oh, guck mal, die tollen Highlights hier, die sind super, dass wir da so einen Fokus haben. Schön, aber warum ist denn hier da hinten ein Schatten geworfen nach da? Dann müsste das Licht doch eigentlich von hier unten kommen. Ja. Das kann ja gar nicht sein. Mhm. Natürlich gibt es Möglichkeiten, sowas zu realisieren, aber das hätte dann mit anderen Beleuchtungssachen zu tun. Da muss man aufpassen. Das würde ich heute wahrscheinlich anders machen. Und das ist der Grund, warum dieses Bild immer noch ein kleines bisschen painterly und cartoony aussieht und nicht so realistisch. Mhm. Eine realistische Illustration ist das Lighting, die Beleuchtung, eben hundertprozentig. Mhm. Da hat sich jemand ein Modell hingestellt oder eine Actionfigur und hat die Beleuchtung, hat genau geguckt, wo sind die Highlights, die Lowlights, der Core Shadow, Specular Punkte, Effekte, Rimlights, die entstehen und so weiter und so fort. Und da das Ganze Hand und Fuß. Ich mache ein bisschen mehr abstrakteren Stil schon immer. Ich war an Fotorealismus nicht wirklich interessiert, ansonsten hätte ich das hier wirklich verfolgt, ganz einfach. Und das muss jeder für sich selber rausfinden. Das ist der größte Weg sozusagen, auf den sich jeder Künstler befindet. Wir müssen rausfinden, was uns gefällt und wo wir unsere Nische ausfeiern wollen. Genau. Und sowas Ähnliches gab es da dann auch in Guardians of the Galaxy. Das fand ich auch ganz cool. Oh ja, das stimmt. Das gab so eine Szene in Guardians of the Galaxy, richtig, wo jemand seinen Finger irgendwo hinhält und dann ist da so ein Augmented Reality Teil drüber. Yo, meine Güte, würdest du, Rufus, willst du mir jetzt sagen, dass das dieselbe Idee ist wie bei Guardians of the Galaxy? Hm. Ja, ich, also
irgendwie, also gut, das hier ist pixelated, bei Guardians of the Galaxy war es blurred, da war es verschwommen. Ja, ja. Ja, ist super interessant. Ne? Das Witzige dabei ist nur, dass Guardians of the Galaxy 2012 oder so rausgekommen ist und dieses Bild von 2009 ist. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß natürlich, dass sich Art Departments sowas machen wie ein Moodboard. Ja, wenn die eine Idee suchen für etwas, dann suchen die sich Bilder aus dem Internet zusammen, die sie cool finden und ziehen da die besten Ideen raus. Aber das hat jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich hier sagen will in diesem Moment. Gut beobachtet, Rufus. Danke. Gut. Ja, wie hat sowas angefangen hier? Alles fängt mit einem Sketch an. Und das ist der erste Sketch, wollte ich gerade sagen. Und sofort habe ich gelogen, das ist gar nicht der erste Sketch, das ist der zweite Sketch. Wir sehen aber hier schon einiges, was hier losgeht. Wir sehen schon die Augen. Seht ihr meine Maus? Ist das zu erkennen? Ja, ja. Cool. Wir sehen hier die Zahlen schon. Ne? Wir sehen hier schon diese Augmented Reality Overlays drüber. Wir sehen schon, hier steht noch irgendwas mit PD, Police Department. Wir sehen schon den Zwerg hier, der ohne Ende Attitude hat. Wir sehen auch schon bestimmte Sachen reingeschrieben. Ich schicke Marvelkind drauf. Das ist total witzig. Das ist eine Band von einem Kumpel von mir. Und der Kumpel von mir heißt Seth. Und jetzt sehe ich gerade zum Beispiel, dass ich halt, dass ich halt Seths Namen hier reingebracht habe. Bei dem Troll. Ne? Das sind so ganz kleine Sachen, da hier ist so Express Delivery steht hier halt so drauf, also ganz kleine solche Sachen halt, ist ganz, ganz schön mal drinne zu haben, aber man muss aufpassen davon, denn wenn immer man Schrift einbaut in Bild, ich kann gleich mal einen Sketch machen, da komme ich dann gerne nochmal auf die Schrift zurück, wenn immer ihr Schrift einbaut in irgendein Bild, wird diese Schrift total relevant für das Bild, also wenn hier jetzt wirklich irgendwo Los Angeles oben drüber stehen würde, dann würde jeder sagen, ah ja, das ist das Los Angeles-Bild. Und deshalb denke ich, ist es auch ganz, man sieht ja ganz viel so asiatische Schriften in unseren Western, in unseren Filmen und das ist wahrscheinlich deshalb, weil das lenkt nicht ab, weil wir können es ja eh nicht lesen und vielleicht bedeutet es auch nichts. Es sieht nur einfach, weißt du, wie Blade Runner zum Beispiel, diese ganzen Schriften irgendwo überall und so. Die sind halt, weil China oder Japan einen größeren Teil in der Welt eingenommen hat, in der Weltkultur. Ich glaube, deswegen ist das sehr oft in diesen Cyberpunk-Sachen drin. Natürlich ist es so, dass diese asiatischen Symbole für den ungebildeten westlichen Typen nicht lesbar sind und deswegen, oh ja, das ist einfach cool, das ist so schriftartig, das sind einfach irgendwelche Glyphen sozusagen, das ist dann völlig okay. Für den Japaner selbst, der das sieht und da eine coole Szene in einer Cyberpunk-Stadt hat und da ist ein Laden, der Muffins verkauft und oben drüber steht auf Japanisch, in japanischen Zeichen, Einkommensteuerrückzahlung. der sagt sich natürlich, mein Gott, konnte das niemand mal researchen. Und ja, das ist aber ein anderes Problem. Warum habe ich gelogen? Ja, das hier war eigentlich die erste Skizze, die ich dafür gemacht habe. Upsi. Man sieht hier also auch schon DW, Dwarf, Troll, Norm, Orc, Elf, AR Numbers in front of them, AR Info. Das ist ein Thumbnail. Das ist wirklich eine, man sieht das hier, Ballpoint Pen, das ist eine Kugelschreiber-Skizze, die ist höchstwahrscheinlich 4x6 Zentimeter groß. Das ist die allererste Idee, die habe ich höchstwahrscheinlich per E-Mail oder so schnell zum Art Director geschickt, damit er weiß, was geht, welche Idee ich dazu hatte. Und dann wird der gesagt haben, jupp, ist cool, zeig mir nochmal zwischendurch eine Skizze. Und dann ist halt die zweite Skizze entstanden. Und danach ist die dritte Skizze entstanden. Das hier war DIN A3 Bleistift auf Papier auf einem Leuchttisch gemacht. Das Original davon habe ich tatsächlich noch. Ja. Habe ich noch nicht mal verkauft, hätte ich mal machen sollen. Und tatsächlich in der neuesten Edition des Spieles auf Deutsch, Shadowrun, gerade rausgekommen, 6. Edition, wurde dieses Bild nochmal verwendet, weil der Line-Developer, hi Tobias, der fand das so cool, der hat gesagt, Klaus, komm, das hauen wir nochmal rein. Alright. Gut. Bei diesem Bild, worauf achte ich besonders? Story Artist bedeutet, wir wollen eine Geschichte erzählen mit Bildern. Das können wir auch mit einem Einzelbild. Das muss nicht immer in Sequenz geschehen. Die Animat
Akteure, Animatoren unter euch können das sicherlich noch besser erklären. Und wenn Rufus und Chan wieder jemanden da haben aus dem Bereich Animation, dann können wir die Step-by-Step machen. Ich rede auch super gerne über Comics, ist auch sequentielle Kunst, auch super interessant für mich. Aber bei sowas hier bleibe ich meist gerne beim Einzelbild. Und wir wollen gucken, was können wir an Story in ein Einzelbild packen? Und was bedeutet das überhaupt, Story in ein Einzelbild zu packen? Wie kann das passieren? Oft haben Leute da Probleme, die sagen, ich weiß nicht, was ich zeichnen soll. Oder die sagen, ich weiß, was ich zeichnen will. Ich will einen coolen Typen in der Stadt zeichnen, aber ich weiß nicht, was der macht. Ich weiß nicht, wie ich ihn arrangieren soll. Und da möchte ich heute ein kleines bisschen ansetzen und drüber reden, jedenfalls bis Rufus mich mit einer guten Frage unterbricht aus dem Publikum, ja. Oder die Zeit aus ist. Genau, eines der beiden. Eines der beiden, cool. Das Lustige ist hierbei, und ich versuche das jetzt mal da drüber zu öffnen, weil das wäre echt schön. Boom. Jawohl, so elegant geht das in Photoshop. Bam, als Smart Object, und wir sehen wie sich das wandelt. Mein Deutsch geht auch schon vor die Hunde. Das Interessante ist, das passiert am Freitag. Das passiert am Freitag. Es war eine lange Arbeitswoche, aber das stimmt nicht. Ich glaube, Montag war Feiertag. Nicht für Adobe Live. Oh. Ah ja, ihr seid immer on duty. Das ist vorbildlich. Rufus, vorbildlich. Wir sehen zum Beispiel, das hier ist die Skizze. Und ganz ehrlich, in dieser Skizze sind alle künstlerischen Informationen bereits getroffen worden, die mich interessieren. Im Endeffekt. Alles, was danach kommt, ist nur noch Rendering. Kann ich sehen, wie die Figuren stehen? Ja. Kann ich sehen, wie die Figuren interagieren? Ja. Kann ich sehen, wie die Proportionen der Figuren sind? Ja. Alle drei P-Entscheidungen sind getroffen worden. Posing, Proportionen und Perspektive. Perspektive ist frontal. Posing ist abhängig, ist die Körperhaltung. Proportion ist abhängig von der Rasse, Zwerg, Troll, Ork, Mensch, alle anders. Kommt überall rüber, alle Entscheidungen sind getroffen worden. Wenn es um Storyboarding geht und Geschichten erzählen mit Bildern, das reicht. Danke, fertig, abgegeben, Geld aufs Bankkonto. Nächste Zeichnung bitte. Weil alles andere danach passiert in 3D, entweder mit echten Schauspielern oder mit Visual Effects, Computeranimationen. Und deswegen brauche ich das nicht weiter ausformulieren heutzutage. Früher als Illustrator, da muss man das. Das hier als Illustrator ist eine Vorarbeit. Das bedeutet 0 Euro aufs Bankkonto für euch Profis da draußen. Ne, das sind 0 Euro und das hier bedeutet Geld. Das ist eine ganz, ganz harte Realität im Illustrationsbusiness. Vorzeichnungen werden nicht immer bezahlt und oft sind. Oder du wärst dann so bekannt, dass diese Vorzeichnungen auch Geld produzieren. Oh, das wär natürlich fantastisch. Geld ist halt eine Realität, mit der man umgehen muss. Und ein Künstler, der sich um Geld überhaupt keine Sorgen macht und nicht kümmert, bleibt nicht lange Künstler oder kann nicht lange aktiv bleiben. Als Millionär zum Beispiel ist natürlich ganz einfach, da brauchst du kein Geld verdienen, da kannst du lange Kunst machen, bis die Hände bluten. Und der Thorab sagt auch, ich weiß jetzt schon, dass es auch dieses Mal wieder zu knapp mit der Zeit wird. Klaus muss auf jeden Fall in eine 3x2-Stunden-Session, wenn es die wieder gibt. Weißt du, wir machen Adobe Live, ist normalerweise machen wir das über 3 Tage, 2 Stunden pro Tag mit einem Gast. Und da kann man viel, viel mehr Insight kriegen und auch viel mehr sehen. Aber naja, wir haben noch 30 Minuten mit dir, Klaus. Und daraus machen wir das Beste heute. Daraus machen wir auf jeden Fall das Beste heute. Gucken wir uns die Leute mal an. Sehr wichtig ist eine Sache, die ich öfters in Zeichnungen bespreche, und zwar, das nenne ich Facial Vector. Also das heißt, wo guckt das Gesicht tatsächlich gerade hin? Ne, wir haben hier zum Beispiel eine Figur, die guckt nach da. Dann haben wir automatisch eine Interaktion. Wir haben ein Gesicht, das guckt tatsächlich nach vorne, wirklich absolut nach vorne, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie dieser Gentleman nach vorne guckt. Ne? Wir haben hier eine Schulterlinie, wir haben hier einen Kopf und wir haben hier einen Hals, der ist da drüber. Wir haben hier eine Schulterlinie und wir haben hier einen Kopf und wir haben keinen Hals. Das bedeutet, der Kopf ist nach unten gedacht. Der Troll, dieser riesige Troll, dieser massive Körper macht sich kleiner, um kleiner zu erscheinen, bin ich schuldig? Und er zeigt auf sich selber. Ne? Finger zeigt auf sich selber, erzeugt auch eine Aktionslinie sozusagen raus und rein zu ihm wieder, zu seinem Gesicht. Und es wäre nur noch stärker, wenn der zweite Arm zum Beispiel auch noch dahin ginge. Ne? Was stärker ist als, oh mein Gott, ich, ist, oh mein Gott, ich. Und ihr merkt, ich schauspiele das so ein bisschen. Das gehört für mich einfach dazu. Hast du auch einen Spiegel vor dir?
Manchmal ja. Oder man nimmt Referenzfotos, macht sich das selber mit der Kamera, macht sich ein Referenzfoto, wenn ich eine Hand brauche oder sowas, gar kein Problem, das zu machen, wenn die Hand hundertprozentig sein muss. Wenn die Hand als Skizze ausreicht, dann passt das auch so. Das hier ist zum Beispiel noch aus einer Zeit, wo ich überhaupt keine Referenzen benutzt habe für gar nichts. Also das ist alles aus dem Kopf gezeichnet. Das muss man nicht können, aber das ist ganz nice natürlich, wenn man es kann. Muss man einfach so 10, 15 Jahre machen, kommt das von alleine. Also macht euch keine Sorgen. Die Ruth sagt, ich mache eine Konzeptstufe in meine Angebote, damit mir das schon bezahlt wird. Oh, das finde ich super. Das ist ein großartiger Tipp. Das sollte man machen. So merkt der Kunde auch genau, wofür er bezahlt. Mhm. Und das ist immer gut. Mehr Transparenz finde ich immer super. Zum Beispiel, überhaupt Aufträge zu besprechen, da muss man sehr professionell sein. Aber ich glaube, das ist heute nicht das Thema. Es ist bei mir nur völlig unmöglich, nicht abzurutschen in professionelle Thematiken, wie man mit Kunst Geld verdient, weil ist eine meiner Kerneigenschaften, dass ich das von Anfang an hatte, diese Idee und auch sozusagen das Talent dafür. Das hält mich heutzutage noch in der Arbeit nach all den Jahren. Aber wir wollen über Posing reden. Wir sehen also sozusagen, dass der Kopf hier über den Schultern ist und hier ist der Kopf auf den Schultern. Und das ist schon mal was völlig, völlig anderes in Bezug auf das Posing der Figuren. Ne? Wir sehen hier auch eine Interaktion. Interagierende Charakter sind immer super interessant. Hier sehen wir, der nudged ihn so, bop, bop, ey, der meint dich. Ne? Das heißt, wir sehen also angedeutet in dem Bild, was passiert und die Reaktion darauf. Wir waren in der Lage, zwei kleine Momente nacheinander gleichzeitig abzubilden, weil diese beiden Momente nicht zu stark auseinander sind. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir zwei Momente haben, die eigentlich nicht zusammengehören. Zum Beispiel ein Mensch sitzt, habe ich mal gesehen, eine Zeichnung am Fluss und ist ganz ruhig und der angelt und dann kommt von hinten ein Helikopter mit Raketen, der schießt die auf den Mann ab. Ja, wenn man das in ein Bild packt, passt das nicht. Weil dann sagen die Leute, warum bemerkt er den Hubschrauber nicht? Der muss doch super laut sein und die Raketen müssen doch zischen und der sitzt da noch so. Ich verstehe das nicht. Das sind zwei Bilder eigentlich. Das gehört nicht in ein Bild zusammen. Aber wenn die Elemente, wenn diese Momente sehr nah beieinander sind, ist, hey du, wer ich? Das passt zusammen, das gehört zusammen, das läuft. Hier haben wir eine Art der Konfrontation sozusagen. Bei diesem Ork halt, der steht sehr Schultern breit, Arme runter, Brust nach vorne, Beine breit. Ja, das ist eine Konfrontationshaltung. Wir sehen hier, die Beine sind X-Beine. Das ist keine Konfrontationshaltung. Das ist, oh mein Gott, ich mache mir gleich in die Hose, deswegen gehen die Knie zusammen. Die erste Sache, die ein Künstler in meiner Profession, in meiner Linie der Arbeit ausmacht, ist halt Menschen zu beobachten und zu gucken, wie sich Posing verändert, wie sich Körperhaltung verändert. Das bedeutet, du kommst nicht in den Club. Und wenn ich so mache, dann ist das Ganze schon nicht mehr so sicher. Naja, vielleicht, du siehst aus wie ein Typ, den ich kenne. Ja, gut. Nee, nicht mit den Schuhen. Und dann bin ich wieder gerade. Und sobald wir anfangen zu kippen, werden Sachen nicht mehr so konfrontativ. Und das ist eine gute Lektion, die wir hier rausnehmen können. Natürlich müssen wir das alles zeichnen können. Wenn wir Figuren nur von vorne zeichnen können, dann können wir nur so ein Bild zeichnen. Und dann wird das Ganze schwierig mit dem Storytelling. Dann können wir das nicht mehr alles ausschöpfen. Das heißt, je besser wir zeichnen können, je mehr schöne Geschichten, je mehr Nuancen können wir einbauen. Und diese Nuancen, die sind einfach das, was das Leben lebenswert macht. Ich kann das hier mal kurz rausnehmen, die Skizze. Wir sehen hier zum Beispiel, wir haben hier diese breitbeinige Pose und hier haben wir wunderschön, wenn hier das Schlüsselbein ist, bam, gehen wir hier runter und wir haben das ist das Center of Gravity, wie heißt es auf Deutsch? Tim? die Körperschwerpunktsachse, dankeschön, die geht von dem Treffpunkt der Schlüsselbeine ungefähr runter auf den Boden, also immer in den Boden geradeaus runter. Und wenn wir da ein Bein draufstellen, dann haben wir wirklich ein fantastisches Standbein. Die Hüfte knickt ab ein kleines bisschen. Das Ganze nennt sich dann Contrapposto, denn die Italiener haben das Ganze erfunden. Und den Contrapposto, den wollen wir haben. Den haben wir hier, haben wir einen anderen Contrapposto bei der Figur. Wir sehen also, diese Person steht leger und diese Person steht leger.
Sie sind aber anders. Was ist da anders? Anders ist der Facial Vector von der Figur. Die Figur guckt aus dem Bild raus. Das heißt, sie interagiert nicht mit uns, sie ist nicht an uns interessiert. Sie hat die Nase hoch. Wenn ich den Kopf noch ein bisschen geändert hätte, hätte ich sogar noch die Nase, würde ich noch höher zeichnen bei dem Typen. Ne? Der hier steht auch im Kontraposto, also auch entspannt. Aber er steht entspannt, weil er einen Plan hat. Weil er ein Conman ist, weil er Leute reinlegen will. Der tut so, als wäre er entspannt. In Wirklichkeit tickt die Pläne im Hinterkopf. Da sind noch ein paar Fragen von der Tamara. Wo hat der Klaus sein Wissen über Körperhaltung gesammelt? Und dazu von Katrin. Hat Klaus eigentlich schon mal erzählt, was er für einen Werdegang hat, also Ausbildung etc.? Klaus hat das, glaube ich, schon erwähnt in dem letzten Video von mir. Da könnt ihr vielleicht mal reingucken. Da habe ich so ein kleines bisschen davon erzählt, dass ich halt 99 mit einer Comicserie angefangen habe, die ich selber gezeichnet und mir ausgedacht habe und dann in den Rollenspielmarkt eingestiegen bin, was das hier ist. Und dann bin ich weitergekommen dadurch in den Concept Art und in Game Art Markt, wo ich halt heute verstärkt arbeite. Da war eine zweite Frage, da war noch eine, die erste, das war die zweite. Ja, wo du das gelernt hast, diese Körperhaltung und so. Körperhaltung. Oh, da gibt es wundervolle Bücher auch darüber. Also erstens, das müsst ihr euch alle selber beibringen, das ist ganz klar. Wir müssen selber rumgehen, gucken, wie Leute stehen. Also wenn ihr an der Bushaltestelle steht, Skizzenbuch dabei haben, aufmachen, Leute skizzieren. Und sich später fragen, so, wo ist der Körperschwerpunkt der Figur? Das ist immer sehr, sehr wichtig. Ist der zwischen den Beinen oder ist der auf den Beinen? Ja? Bei dem Gentleman hier ist der Körperschwerpunkt halt zwischen den Füßen. Ne? Wenn der ein Bein hochheben würde, würde der sofort nach links umfallen oder nach rechts. Und über sowas müssen wir uns sehr, sehr bewusst sein. Körperschwerpunkte, dazu gibt es auch, es gibt ein super Buch von Gottfried Bammes, das ist ein großer Anatomieprofessor, ein Deutscher, das Buch ist super teuer, 150 Euro, 300 Seiten dick, Hardcore und von dem habe ich auch einiges über den Kontraposto gelernt und überhaupt generell über das Laufen. Es gibt, also zum Beispiel, was passiert halt, wenn ich anfange zu gehen, zum Beispiel halt, dass meine Hüfte nach vorne geht, dass meine Hacke hochgeht, dann kommt das Knie mit nach vorne, dann geht der Körperschwerpunkt mehr nach vorne. Rudolf sagt, Akt zeichnen, ja, das ist auch sehr wichtig, ja. Mhm. Akt zeichnen, absolut, wenn ihr könnt, geht da wieder hin, sobald die Situation das erlaubt bei euch, geht zum Akt zeichnen, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Da lernt ihr auch echte Körpermassen, wie sich echte Körpermassen verhalten, weil es ist nicht nur immer toll, supermuskulöse Helden zu zeichnen, man muss auch mal wie ein dickes zeichnen, wie ein dünnes, wie ein normales oder in diesem Fall auch wie ein kleines. Klaus, wir haben noch 20 Minuten. Schaffen wir noch was zu zeichnen? Das ist eine schöne Frage. Ja, lass uns da reingehen. Lass uns kurz was zeichnen. Ich habe da noch eine andere Zeichnung, aber die ist, glaube ich, gerade auch nicht so interessant. Wir machen einfach was völlig Neues und versuchen einfach mal was from scratch zu machen in 20 Minuten. Was kann man machen? Also was mich immer interessiert, sind interagierende Personen in perspektivischen Hintergründen. Wenn man das kann, dann hat man den Goldstandard sozusagen erreicht. Viel schwieriger wird es eigentlich gar nicht mehr. Dann kommt es nur noch drauf an, was für Materialien man hat. Und das sind alles Rendering. Das ist nicht mehr Komposition und das ist nicht mehr Storytelling. Wenn ich mir jetzt eine Szene überlege, so das super einfachste Default ist Spider-Man. Einfach irgendwas mit Dynamik zeichnen ist immer Spider-Man, super einfach. Weil man braucht nur einen menschlichen Körper zeichnen in irgendeiner coolen, verrenkten, over-the-top-Pose. Und wäre natürlich schön, wenn er mit irgendwas interagiert. Und was macht Spider-Man? Spider-Man schwingt sich gern durch die Gegend. Ich fange einfach an mit einem Oval. Am besten mit dem Oval für den Brustkorb anfangen. Ist ein kleiner Tipp. Ja, also sowieso erstmal immer Vorskizzen. Ne? Vorskizzen machen. Es ist nicht so, wer vorzeichnet, hat Angst. Das ist nicht der Fall. Wer vorzeichnet, ist smart. Ne? Und dann können wir den Kopf hinzufügen, wenn wir den Brustkorb haben. Weil der Brustkorb zusammen mit dem Rückgrat ergibt uns die Position des Körpers im Raum. Ja, hier baue ich zum Beispiel gleich erstmal das Knie an und baue einen Fuß mit dazu und muss halt gucken, was der Spider-Man idealerweise macht. Der springt halt immer irgendwie crazy durch die Gegend, hat meist sehr viel Asymmetrie im Körper drin. Okay, das ist jetzt eine Mini-Zeichnung, die hat jetzt ungefähr 3 Sekunden gedauert oder sowas in der Art. 3 Sekunden, da haben wir schon mal einen Spider-Man. Der ist immer noch ganz nett. Der könnte tatsächlich irgendwie dynamischer sein.
Und jetzt müssen wir uns fragen, woran liegt das? Ne? Wir haben halt lange Körperachsen hier drin, das ist eigentlich schon gut, lange dynamische Action Lines. Er ist aber immer noch relativ aufrecht, irgendwie habe ich das Gefühl. Wenn ich jetzt Steuerung T mache, kann ich den ganz einfach drehen und noch mehr Dynamik erzeugen. Aber ich will ihn jetzt auch gerne mit irgendwas interagieren lassen, diesen Spider-Man. Ist der übrigens erkennbar? Ist die Figur schon erkennbar? Ja, total. Okay. Ich kann kurz mal das Gesicht drauf malen, ihr Bomb-Spider-Man. Und hier vorne kommt das Spider-Man-Symbol drauf. Okay. Hier haben wir das Knie, hier haben wir den Oberschenkel, der ist dahinter versteckt. Wir müssen gleich nochmal rübergehen, das Ganze gleich ein bisschen übertreiben, was hier passiert. Aber wenn ich mir jetzt Storytelling ausdenke, dann ist es immer so, und wenn man Leute fragt, wie den Acting for Animators Coach Ed Hooks, es ist immer so in jeder Szene eines Films, dass eine Figur ein Ziel hat und eine Hürde hat in der Mitte. Der will zu dem Ziel, hat aber eine Hürde. Wenn keine Hürde da ist für die Figur, ist die Szene nicht interessant, die wird rausgeschnitten. Genauso sollten gute Keyframes, gute Bilder funktionieren. Wenn da einfach nur eine Figur ist, die einen Pony streichelt, das ist süß. Wenn das eure Message ist, kein Problem, dann ist es eben süß. Nichts, keine Challenge. Es wird die Leute nicht flashen. Es wird nur flashen, wie ihr gerendert habt und wie süß das Tier wirklich ist, was da gestreichelt wird und die Figur. Aber es ist keine Hürde dabei. Ja, in dem Moment, wo ihr das niedliche Tier separiert von der Person durch einen Zaun und die Figur guckt über den Zaun und sagt, oh mein Gott, ich will so gerne, streckt den Arm aus, ich will gerne streicheln. Bam, Story. Und die Sabrina sagt, das Buch von Jens Barksey, Anatomie für Künstler, für deutlich weniger Geld hat mich während dem Studium gut versorgt und reicht für den Anfang sehr gut, sagt sie. Kennst du das Buch von Jens Barksey? Nein, das muss ich googeln. Bitte pack Anatomie das in den Discord-Channel. Nice. Es gibt ein gutes Buch, eine Serie von Jack Ham. Die kosten eigentlich auch nur einen Zehner. Die sind in schwarz-weiß. Jack Ham ist ein Amerikaner oder Engländer, ist auf Englisch das Buch. Auch ein sehr schönes Buch. Drawing the Head and Figure heißt das eine. Kann ich nur empfehlen. Wenn ich jetzt also meinen Spider-Man nehme, womit möchte ich den interagieren lassen? Und da ist möglicherweise die Frage, ich möchte mit einem Gangster interagieren lassen. Der kloppt ja immer mal Gangster weg. Und jetzt brauche ich mehr Platz. Wir sehen schon, in Photoshop haben wir die Möglichkeit, auf Ebenen zu arbeiten und können die Figur einfach verschieben und können uns unseren Bildausschnitt neu nehmen. Wie nah dran möchten wir eigentlich sein an der Figur? Ne? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Was ist wirklich wichtig in diesem Bild und wie nah dran wollen wir sein? Ich habe jetzt eine Idee gekriegt, und zwar, womit Spider-Man immer sehr gut agieren kann, sind Bösewichte. Und der kloppt sehr gerne natürlich die Bösewichte. Und die Bösewichte sind böse, weil sie Waffen haben, weil sie Pistolen haben. Das macht Leute nicht zum schlechten Menschen, aber wenn jemand eine Pistole hat, dann ist die für eine Sache da, nämlich um andere Menschen totzuschießen. Die ist nicht zum Jagen da oder zu sowas in der Art, das wissen wir alle. Und jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier entsprechende Dynamik auch reinkriege. Und Dynamik kommt zu sehr, sehr großem Teil durch Overlap, durch überlappende Elemente. Sobald wir Elemente haben, die wir nebeneinander packen, wird das Bild langweilig. Sobald wir anfangen, Teile zu überlappen zu lassen, wird das Bild interessant und es wird dreidimensionaler. Das ist eine absolute Regel, die eigentlich immer gilt. Und wenn es eine Sache gibt, die absolut Schlüsselqualifikation für ein erfolgreiches Bild ist, dann ist das Tiefe. Wir wollen die Leute in das Bild reinziehen und das machen wir, indem wir Sachen überlappen lassen. Es ist nicht Detail. Ich komme da gerne wann anders nochmal zu. Detail ist nicht relevant. Guckt euch gute Mangas an, die haben das Detail nur an der richtigen Stelle, ansonsten schön leer gelassen, damit wir einen Fokus haben, damit wir Tiefe haben. So ist das. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Figur mit reingezeichnet, der gebe ich natürlich noch eine schöne Waffe rein. Ich male super gerne Pistolen, das ist jetzt meinetwegen eine Uzi oder sowas in der Art, ja. Male ich super gerne, habe in meinem ganzen Leben noch keine abgefeuert. Bin in dem Sinne sozusagen ein richtiger Pazifist und habe auch kein Interesse daran. Werde ich vielleicht irgendwann mal machen, muss aber nicht sein. Okay, das ist also Spider-Man, der springt also rüber. Wir können das eindeutig sehen, was hier passiert. Und jetzt müssen wir überlegen, was passiert dann noch in meinem Bild. Zum Beispiel, wir haben hier einen Arm von Spider-Man, der ist gar nicht mehr drin. Ist das gut? Sollten wir das vielleicht nochmal ändern?
Wir haben größenmäßig, sind die beiden auf derselben Größe. Das ist okay, aber vielleicht kann man auch das noch verstärken. Und wir haben hier ein Overlap, Spider-Mans Hand überlappt hier mit dem Bösewicht, der hier schießt. Jetzt die Frage, vielleicht können wir da noch mehr Überlappung herstellen. Vielleicht auch nicht. Hier überlappt der Arm damit. Es ist auf jeden Fall schon mal eine ganz nette Skizze. Das hier ist allerdings noch ein kleines bisschen steif. Das ist irgendwie eine nette dynamische Linie hier. Aber beide Figuren, das gefällt mir nicht. Da sage ich nein, da muss ich nochmal ran. Das kann man dynamischer machen. Und dynamischer ist es immer, wenn der Kopf, das haben wir jetzt eben gerade gesehen, wenn der Kopf in dieselbe Richtung guckt wie der Brustkorb zum Beispiel, dann sind alle Szenen statisch. Ja? Da muss ich mit aufpassen. Mein Großvater hatte eine nackensteife Krankheit. Wenn der sich umgedreht hat, sah das so aus. Hallo? Ja, und das ist immer komisch. Ihr würdet euch jetzt wundern, warum ist Klaus so steif? Ja, das sind eure Figuren auch. Wenn der Facial Vector, wenn der Vektor der Stirn und der Brust sozusagen parallel ist im Raum, wird die Figur halt steif. Nur sobald das weg voneinander ist, wird die Figur dynamisch. Und das kann ich hier halt verstärken, indem ich mehr von dem Rücken zum Beispiel von der Figur zeichne und noch ein eindeutigeres Statement mache, zum Beispiel hier. Der wollte mit dem Arm schießen und der wird jetzt hier nach hinten gebracht und hier ist eine Hand geöffnet. Ne? Vorsichtig mit Fäusten. Fäuste malen ist schön einfach, weil da muss man nicht so viel Finger malen. So habe ich das am Anfang auch gemacht. Superman hat auch immer Fäuste in den coolen Szenen. Ja, in den coolen, im Comic. Aber in 90% der anderen Szenen sind die Hände offen. Das heißt, wenn wir keine offenen Hände zeichnen können, können wir nicht gut Expressivität malen. Es gibt bei Comics zum Beispiel drei Sachen, die unglaublich wichtig sind. Das sind Gesichter, Hände und Sprechblasen. Oder besser gesagt, Gesichter, Sprechblasen und Hände in der Reihenfolge. Weil wir lesen immer die Sprechblase, wir gucken immer nach dem Gesicht in der Zeichnung. Sobald wir eine Figur haben, deren Gesicht nicht wirklich zu sehen ist, egal wie groß die ist, ist die für uns die Figur nicht interessant. Wenn ich eine neue Ebene hier aufmache zum Beispiel und eine Figur in den Vordergrund mit reinbaue, das hier soll das Ohr darstellen, das hier ist der Hinterkopf, das ist der Nacken, ja, das ist halt keine interessante Figur für uns, die kann ich auch ein bisschen grau rausschäden. Wir sehen hier sozusagen die Figur nur von hinten, das ist nicht sehr interessant. Wenn ich diese Figur allerdings jetzt umdrehen würde, in derselben Größe und genau dasselbe im Endeffekt zeichne und genauso shade, dann wäre das was völlig anderes. Hm. Dieses Bild hat momentan Fokus gewonnen durch ein Gesicht. Wir können nicht mehr dran vorbeigucken. Die Story von dem Bild hat sich geändert. Von Spider-Man überwindet den Bösewicht mit der Waffe zu jemand ist geschockt, wie er sieht, dass Spider-Man das macht. Völlig andere Sache. Wir haben den Facial Vector, der guckt in die Richtung. Eine echte der Lernstunde, sagen sie im Chat. Tritz und Sir Ecki. Ja. My pleasure. Ich mache nichts lieber als über Kunst reden, über diese Konzepte. Und es freut mich, wenn es Leuten hilft. Dankeschön für das Feedback. Das ist makes my day. Okay, wir bleiben aber bei diesem Spider-Man hier und wir machen keine Person im Vordergrund. Das könnten wir fürs Framing noch machen. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel, dass bestimmte relevante Teile wie Spider-Man ganz im Bild zu haben, kann schon relativ wichtig sein. Gerade wenn wir einen Keyframe machen, der die Figur verkaufen und einführen soll, ist es schön, wenn die Figur ganz im Bild ist, eine Art Full-Body-Shot sozusagen. Und natürlich auch schön, wenn wir gut erkennen können, was die Figur ausmacht. Das hier ist jetzt eher ein Bild aus einem Comic sozusagen. Also das könnte Spider-Man sein, der hat hier noch eine Sprechblase, wir haben Raum dafür, hier mal blam, 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 blam und der sagt noch so, oh no. Und schon funktioniert das Ganze als Comic-Seite ohne Probleme. Comic-Panels haben sozusagen eine andere Regel als autonome Illustrationen, die für sich stehen. Weil wenn eine Illustration für sich steht als Cover oder als individuelle Illustration, dann sollte das alles ganz im Bild sein. Was wir nicht machen können, ist zum Beispiel sagen, na, wir schneiden einfach mal hier ab, der ist nicht ganz so wichtig, der Mann in Rot hier. Das wäre schlecht abgeschnitten. Oder zum Beispiel, was ich jetzt gerade gemacht habe, aus Versehen, ja, die Figuren enden halt alle da, wo das Bild auch endet.
das geht nicht. Das ist ein Bad Tangent. Die Figuren interagieren mit dem Frame. Das sollten sie niemals machen. Es muss so sein, als wenn der Frame gar nicht da ist. Drumherum der Rahmen für das Bild und Figuren genauso auf diesen Horizont sozusagen oder auf diese Linie zu stellen, ist ein großes No-No. Das wollen wir nicht machen. Immer interessant abschneiden, die Figuren. Wie gesagt, der Spider-Man, der interessiert mich eigentlich, den finde ich subi. Den will ich also mehr im Bild haben. Also muss ich zusehen, wie ich das Ganze besser interagieren lassen kann. Oder ich mache das Ganze einfach ein kleines bisschen kleiner und dann haben wir die Szene. Dann haben wir die Szene im Kasten. Jetzt, was eine Sache, die noch sehr wichtig ist und die fehlt hierbei, das ist halt die Perspektive. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ja, aber ich kann perspektivisch zeichnen. Das ist eine doofe Aussage, die hilft keinem. Das muss man lernen. Dafür gibt es auch Bücher von Scott Robertson zum Beispiel, kann ich empfehlen, How to Draw und natürlich auch How to Render. Ich male ein paar Perspektivlinien ein, die ein bisschen den Hintergrund andeuten. Kann ich nochmal schnell ein Auto mit andeuten. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, wir sind zum Beispiel jetzt im Mülleimer. Es ist halt eine Dirty Back Alley, hier ist ein Rainpipe oder sowas, oder da geht eine Leiter hoch zum Balkon und dann sind wir in New York zum Beispiel und haben hier hinten Hochhäuser, nicht um die schönsten Hochhäuser, aber wir haben welche und das ist quasi jetzt schon mal das Fundamentale an dem Bild. Und es wird immer mehr eine komplette Szene. Was wir jetzt noch nicht mit reingenommen haben, ist zum Beispiel Beleuchtung oder sowas in der Art. Wir wissen alle, dass jetzt hier eine Waffe ist. Und er wäre ein guter Professor. Und Pia sagt, der hätte auf jeden Fall die volle Aufmerksamkeit. Ja. Dankeschön. Ja, ich habe mal an der Universität in Bielefeld Sequential Art, also Comics unterrichtet, beziehungsweise Rezeption von Comics. Und Bilder sind auch Sprache und das gehört zur Linguistik mit dazu. Und das war ein sehr cooler Kurs. Wir haben einen gemacht über Shakespeare-Adaptionen in Comicform. Da gibt es nämlich. Und Wavy Weser sagt, schön, dass jemand noch Bücher empfiehlt zum Lernen. Ja, stimmt. Nicht nur auf YouTube findet ihr hunderte Tutorials. Nein, Bücher. Jawohl, Bücher sind super. Bücher muss man nämlich selber durcharbeiten. Und die erinnern einen, wenn sie im Regal stehen, dass man es nicht gemacht hat. Mhm. Und die Tutorials nur runterladen, hilft nichts. Man muss es selber machen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Das ist das Schöne bei der Kunst. Das ist so ein bisschen wie Bodybuilding. Egal wie reich du bist, ein Top-Body kannst du dir nicht kaufen. Entweder du hast die Disziplin, das zu machen, oder du hast keine Muckis. Das ist eine ganz einfache Entscheidung. Sieht jeder sofort, was du gemacht hast mit deinem Körper, disziplinsmäßig. Und genau dasselbe ist es beim Zeichnen. Okay, ich habe noch, oh mein Gott, ich habe noch 5 Minuten. Ich glaube, Dieses Teil muss ich offline fertig machen. Was eine Sache, auf die ich kurz eingehen will, die habe ich hier gerade automatisch gemacht. Ich habe es gerade auf eine Ebene reduziert. Und das war natürlich nicht smart, das zu machen. Das habe ich jetzt auf die falsche Ebene gezeichnet. Okay, dann kann ich das auch... Das passiert allen. absolut passiert das. Und was wir hier gemacht haben, man sieht es nur ganz minimal tatsächlich, man sieht es ein kleines bisschen an diesen Kompositionslinien, die sind alle schräg. Diese Linie hier ist schräg. Warum ist die schräg? Die ist schräg, weil die Kamera in dem Moment mitgeht. Ja? Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Bewegung. Das nennt sich Tilt. Wie man sagt, ein Dutch Angle ist das Ganze. Das bedeutet, der Horizont ist irgendwo hier. Da sind Linien, die konvergieren perspektivisch auf einen Horizont. Das ist ein Fluchtpunkt außerhalb des Bildes. Meist sollte der außerhalb des Bildes sein. Es ist schwer, da so generelle Entscheidungen dazu zu treffen. Das ist zum Beispiel die Unterseite von dem Fuß idealerweise. Und jetzt können wir ein ganz kleines bisschen Lighting mit reinbringen. Das mache ich jetzt mal so ganz krude, weil diese Pistole schießt sozusagen gerade. Deswegen kommt Helligkeit von da. Das bedeutet, alles, was abgewandt ist davon, wird später im Dunkeln sein. Tatsächlich auch dieses Element wird im Dunkeln drin sein. Ja? Und nur bestimmte Teile des Körpers werden beleuchtet. Das hat mit Lighting zu tun, das hat mit Rendering zu tun. Und Lighting hat einen unglaublich großen Faktor
in der Art und Weise, wie wir ein Bild wahrnehmen. Nicht nur, wie fotorealistisch es ist, sondern auch, wo wir Prioritäten sehen, was wichtig ist in dem Bild, was nicht wichtig ist in dem Bild. Ich kann mal ganz kurz reingehen und auf einer anderen Ebene, das ist mir zu dunkel, muss immer in Relation sein. Man kann hier einfach mal ein bisschen Dunkelheit reinbringen. Und so, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Und dann kann ich auf eine Ebene gehen und kann mir was Helles rausnehmen. Das hier muss der hellste Punkt des Bildes sein, weil da ist gerade ein Blitz. Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Ist hier irgendwie, warte mal kurz, das ist mein, ja, jetzt funktioniert es. Das ist halt das, was hier gerade passiert. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt muss ich gucken, wo kommt das Licht her? Und wo trifft wirklich noch Licht? Hier auf den Hintern, der Hinter von Peter Parker, Spider-Man, wird schön beleuchtet. Hier ist das Gesicht, das ist auch wichtig, weil der guckt gerade grimmig in das Bild rein. Und da muss ich genau gucken, wo wirklich das Licht noch drauf fällt und wo das Licht stärker wird und wo das Licht schwächer wird. Ja. Wenn ich jetzt im Hintergrund Bild also Helligkeit einbaue, das kann ich natürlich machen, weil möglicherweise kommt von hier hin, das ist eine Nachtszene jetzt, aber da kommt möglicherweise Licht von. Es gibt hier auch ein Auto, was vielleicht noch Scheinwerfer hat. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mit diesem Licht nicht zu stark werde, weil ansonsten ziehe ich die Aufmerksamkeit aus diesem Bild raus. Ne? Und das will ich nicht. Ich will die Aufmerksamkeit auf Spider-Man haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, oh, weißt du was, ich packe eine Leuchtreklame in den Hintergrund. Und die nenne ich, ich kann mir jetzt eine Stadt aussuchen, New York zum Beispiel, wo jemand mal gelebt hat, wo ich gehört habe. So. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas hier reinpacke, dann zieht das sofort Aufmerksamkeit. Und da kommen wir auf das zurück, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Sobald ihr Wörter mit einbaut, Grafikdesign mit Arma, was lesbar ist, hat das Ganze eine Message. Ne? Und das definiert jetzt dieses Bild. Das ist also Spider-Man, das wird jedem im Kopf bleiben, dass der vor diesem New York-Schriftzug durch die Gegend hüpft. Und der zieht Aufmerksamkeit oben in die Ecke, was ich möglicherweise möchte, weil ich die Aufmerksamkeit weghaben möchte von dem Auto hier im Hintergrund mit den Scheinwerfern und von diesem Schuss der Maschinenpistole. Aber sobald ich den... Was du schon gemacht hast und ganz automatisch ist, dass die Schrift heller näher ist und dunkler hinten, habe ich schon gemerkt. Oh mein Gott, das ist, ja. Das kam ja ganz natürlich rein, ohne nicht mal dann zu denken. Ja, das ist wahrscheinlich so ein kleines bisschen Intuition oder vielleicht auch einfach nur Zufall. Das kann natürlich auch sein, generell mit diesen Intuitionen. Es gibt halt Leute, die machen intuitiv alles richtig. Schön für sie. Ich mache intuitiv alles falsch und musste alles lernen. Und nur Wissen aus Büchern zum Beispiel oder von Freunden plus Experience, plus Erfahrung. Das bedeutet, selber ausprobieren, selber die Fehler machen, selber danach korrigieren. Wissen und Erfahrung gibt irgendwann Mastery. Denn seid ihr ein Meister oder den dominiert ihr eure Craft, was ihr könnt, ja, den habt ihr es drauf. Und dann könnt ihr improvisieren. Und dann könnt ihr intuitiv Sachen richtig machen. Aber so ohne das Wissen und ohne die Erfahrung wird es nichts werden, intuitiv den richtigen Weg zu wählen. Und es geht nicht darum, intuitiv der Beste zu sein. Es geht darum, gute Bilder zu machen, die eine interessante Geschichte erzählen. Ja. Und bei diesem Bild ist es so, wir kommen zum Ende, bei diesem Bild ist es tatsächlich so, wenn ich mir das jetzt angucke, oh man, das funktioniert. Denn wenn auch es als klein, ja. Auch wenn es in klein noch funktioniert, dann funktioniert es auch in groß und umgekehrt ist es oft nicht so. Das heißt, wenn euer Design auf einem Thumbnail, auf einer kleinen Post-it-Note funktioniert, wie bei Star Wars, dreieckig, Sternzerstörer, X-Form ist ein X-Wing, Y-Wing, wir kennen die Shapes alle. Das ist auch eine interessante Sache, die ich in diesen Dokumentaren gesehen habe über Mandalorian, ist, dass die haben ganz gut erklärt, dass jede Figur in Star Wars hat eine Silhouette, die man sofort erkennt. Ob die weit ist oder nahe, nur durch die Silhouette erkennt man schon, wer das ist. Ja. Absolut. Und
Wie gesagt, ich denke, wir kommen damit zum Ende. Hier ist schon einiges drin in dem Bild, Sachen, die ich automatisch mache, wie zum Beispiel der Dutch Angle, der leicht getiltete Horizont, um das Ganze noch dynamischer zu machen. Wir sehen zum Beispiel auch, wenn ich das New York wegmache, sehen wir halt hier auch eine Masse an Detail. Und wir sehen, drumherum ist ganz viel Leere. Ne? Ich gebe also dem Spider-Man, der wichtigsten Figur mit den größten Dunkelwerten idealerweise auch, gebe ich den meisten Raum, den größten Dunkel- und Hellwerten. Den muss ich jetzt absolut auch am dunkelsten gestalten. Wie auch immer ich das hinkriege und das begründe, dass er ein bisschen dunkler ist als zum Beispiel der Bösewicht, den er überwindet. Ich muss irgendwie eine Motivation finden, das zu machen und ihn dunkler zu machen. Und ihn detaillierter zu machen, möglicherweise mit dem ganzen Netz, was da drauf ist. Ja? Und der Chat sagt ganz eindeutig, wir wollen Klaus wieder. Ich komme gerne wieder. Mir macht das hier richtig Spaß. Ihr merkt das schon, ich kann kaum aufhören zu reden und natürlich auch nicht aufhören zu zeichnen. Wie gesagt, ein bisschen Raum lassen um die Figur, den poppt die besser raus. Schöne Kontraste, hell und dunkel, auf die Figur setzen, die im Fokus ist, die wichtig ist. Diese Figur hat eindeutig weniger Kontraste. Die ist weniger im Bild eingebaut, die ist auch tiefer im Bild eingebaut. Ne? Spider-Man ist höher als die andere Figur. Allein das gibt ihr eine dominante Position. Und diese Interaktion, da wird es interessant. Aber vielleicht reden wir da wann anders mal. Aus vielen, vielen lieben Dank und natürlich auch danke im Chat, dass ihr alle wieder dabei wart heute. War wieder eine spannende Woche. Wir sind Freitag und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und wir sind wieder am Montag dabei. Und Klaus, bestimmt wieder mal hier auf Adobe Live. Das ist so spannend, dich zu sehen, wie du das alles erklärst und ja, und das alles so intuitiv falsch machst. Ja, ich tue mein Bestes. Ich komme sehr gerne wieder, wenn die Leute das auch wollen, vor allen Dingen. Und habt eine gute Zeit, seid kreativ. Ihr habt 2 Tage, ein Wochenende steht vor der Tür. Lasst es uns nutzen. Der Klaus ist auch auf unserem Discord. Wenn der Tim noch discord.gg/adobelive.de. Danke, Tim. Und danke, Klaus. Und natürlich Tim, und wir sehen uns am Montag oder in einer Stunde auf dem englischen Stream mit dem Tony Harmer. Oh, English, that's interesting. Okay, go for it. Vielen Dank, Rufus, und bis bald. Tschüss.